Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zu FIFA 18. Dico ist dein Name und wir spielen am heutigen Tage gegen Betis. Na, das kann ja was werden. Die stehen auf dem 16. Platz in der Tabelle und wir müssen sie besiegen. Jawohl. 16. Platz, war ich da eigentlich richtig? Oder war Girona auf dem 16.? Ich glaube, Girona war auf dem 16., weil die letzten drei Plätze sind, glaube ich, immer die absteigenden. Und ich glaube, irgendwie so war das. Ich bin nicht so in diesem Business, dass ich wüsste, wie das alles so ist. Wow. Viel reden, nichts sagen. So, Griezmann direkt verkackt, alles klar. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation. Wollen wir mal gucken, wie Betis so am Abgehen ist. Auf die wird's heute ganz gut. Hier lassen sie sich definitiv schon mal richtig gut den Ball abnehmen. Müller hat den Ball, alles klar. Hunter läuft sich frei. Hunter läuft bitte nicht ins Abseits. Ist auch ein extrem unangenehmer Gegenspieler. Der Kerl gibt keinen Ball verloren und überrascht ihn. Oh, der war gut. Aber trotzdem den Ball abgenommen bekommen. Und Müller wieder den Ball am Haben hier sein. Boah. Christian T. So. Oh, der ist aber hartnäckig hier. Jetzt könnte der Pass kommen. Falls ihr es nicht mitgekriegt habt, ich habe eine Schwierigkeitsstufe höher gestellt. Gewinnt er den Zweikampf. Guck mal, wie der fliegt hier. Und der andere auch. Nee, nicht so. Oh, ist der schnell. Noch ist die Chance. Das war knapp. Müller. Er wurde gefoult. Vielleicht auch eine Verwarnung. Ja, ich will's doch mal hoffen. Geh weg hier. Schlechter eben die Handwerk. Lol. Okay. Wollen wir mal gucken. Wir spielen direkt lang ab. Spielen direkt. Und nochmal. Und. Ah. Entschlossen geklärt. Alles klar. Kamaraza. Kamaraza. Banano, Alter, heftig. Diese Namen hier. Godin. Das wird heftig. So. Gute Aktion. Wird's jetzt gefährlich. Saul. Da könnte jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Wie ihr sehen könnt, versuche ich immer wieder die Beziehung zwischen Müller und Hunter aufs Übelste nach vorne zu preschen. Ich bin zwar schon in dem Status, dass die beiden wie so ein telepathisches Ding sind. Aber kann ja nicht schaden, wenn man da immer mal ein bisschen gut zuspielt, nicht wahr? Alex Hunter. Guck dir das an. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das war nix, schade. Oh, das war auch nix. So. Hunter kann ruhig mal ein bisschen mehr laufen, möchte ich mal sagen. Obwohl man das im Sturm ja eher kommt der Pass auf weniger ins Mittelfeld macht, glaube ich. So. So, und jetzt mal runter zu Müller. Müller kommt. Und den Schuss. Oh, schön die Ecke rausgeholt. Chance vergeben nach Pass von Müller. Oh, wir lupfen locker flockig einfach mal rein und. Thomas Müller. Der Schuss von Müller. Oh! Was war das denn? Hat er sich den gerade selber vorgelegt oder was? Das möchte ich mal nochmal sehen, ey. Zwar keine Vorlage von Hunter, aber was soll's. Das gucken wir uns mal gerade nochmal an. So, Pass zu Müller. Auf den Keeper, nochmal auf den Keeper und zack. Und da stand sogar einer am Eck, ey. Der hätte quasi nur einmal so machen müssen. Dann wäre das Ding nicht drin gewesen. Aber wir haben unsere Führung. Das Führungstor ist sehr entspannt. Unsere Bewertung hier 7,3. Guter Einsatz, das heißt, das nächste Tor müsste definitiv mal eine Vorlage oder so von Hunter oder Müller sein. Auf einen von den anderen beiden. Joaquin. Und dann läuft das hier. Da zieht er ab. Oh, wir nicht so. Halten, aber der Ball weiter im Spiel. So, schön den Ball abgenommen. Und runter auf Müller. Da, das wäre es gewesen, wa? Das wäre es gewesen. Jetzt müssen Sie aufpassen. Na, geh mal ran. Oh, sorry, das wollte ich nicht. Das war kein Foul, das war einfach mal aggressives Drangehen hier. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Ecke. Wir kommen ein bisschen mit Hunter rein. Ja gut, alles klar. Hunter, Hunter, Hunter. Oh, boah, hat er ihm gerade das Bein in den Bauch gestreckt. Bisschen runter. Nee, passt doch nicht. Also seitdem ich die Spieleinstellung hier ein bisschen
umgestellt habe. Es gibt hier da passen die natürlich akkurat wie Sau, ne? Javi Garcia. Nicht. Guardado. Wow, okay. Da kommt der Schuss. Aber es jetzt findet auf jeden Fall viel mehr von meinem Tor statt. Das hebt die Spannung dann doch ein jetzt wenig. Die Ecke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Den hätte Hunter auch kriegen können. Kamaraza. Nee. Hunter läuft. Nee. Komm schon. Jawoll. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Hunter am Ball und direkt weiter. Thomas Müller. Oh, los. Ey. Das gibt's doch nicht, dass er den nicht... Knappe Pause. Da pfeift er lieber ab, oder was? Die alte Drecksau. Die alte Drecksau. Wir haben erst ein Tor im Vorsprung. Das heißt, jetzt muss wirklich was kommen, Leute. Jetzt muss hier wirklich was kommen. Rollt der Ball wieder. Es geht weiter mit der zweiten Hälfte. Merkst du was hier? Merkst du was, wie das am Rollen ist? Gucke. Gucke. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Ja, gehen wir hier so durch. Müller, zieh mal einfach ab. Schießt. Oh! Aber die Chance lebt noch. Junge, 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 Junge. Das war ein Fund, ey. Meine Fresse. Oh. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren. Ah, das wäre echt schön gewesen, Mann. Aus der Distanz einen reinzujagen. Das sollte ich eventuell öfter versuchen. Er macht das gut bis hierhin. Hat sein Tor gemacht und in einer. Jetzt vielleicht. Los! Tolle Aktion vom Torwart. Aber ein guter Versuch. Wir haben definitiv Punkte gekriegt dafür. In der Müller-Wertung. Die Ecke kommt von Griezmann. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht Lol, vor Problemen das war witzig. Wie er ihn auf den Boden geköpft hat. Hier, der Torwart agiert hier sehr schön für uns. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Oh. Zusammenspiel muss besser werden. Trotzdem kriegen wir ein bisschen was Grünes hier rein. Oh. Christian T. Ah, klasse, da habe ich mal aber gerade super den Zeitpunkt abgepasst. Zur Hunter. Grätsche. Oh, den habe ich gesehen. Den habe ich gesehen. Ah, schade. Das wäre es gewesen. Oh, und wieder zu uns. Müller macht jetzt Druck. So kennen wir ihn. Schönes Pressing jetzt. Ich glaube, ich habe da gerade was gesehen. Wenn ich mit Müller nämlich Vorlagen mache für Hunter, dann kriege ich nichts in der Wertung abgezogen. Mache ich mit Hunter Vorlagen für Müller. Sie kommen jetzt über außen. Vorlagen, also, ne? Wenn sie halt dann daneben gehen, dann kriege ich mit ihm auf jeden Fall was abgezogen und mit Hunter nicht. Also andersrum. Weißt du, was ich meine? 7,6. Oh, zwei Tore soll ich machen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 65. Minute. Hunter muss noch ein Tor machen. Jetzt Philippe Luis. Und dadurch wird dann auch unsere Bewertung steigen. Das könnte gefährlich werden. Los. Jawoll. Pam. Gute Vorlage auf Müller. 8,7. Das zweite Tor ist. Ist das schon safe? Zählt das jetzt eigentlich auch, wenn ich die Vorlage mache? Wir werden es rausfinden. 2:0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Oder ich hau noch einen rein hier mit Müller, mit Hunter. Sehr gute Passquote hat er heute. Dann haben wir ja unsere zwei Tore. Guardado. Und wenn dann am Ende in der Bewertung steht, dass es zwei Tore waren, die wir gemacht haben, dann komm, mach es nochmal, Müller. Mach es nicht. Ah, und jetzt. Oh. Mann, 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 Mann. Da fiebert man schon ein wenig mit. Jetzt Alexander. Thomas Müller. Oh. Ah, da schießt sein Ball einfach weg. Da war ich eine Sekunde zu langsam. Einwurf Atletico. Ich passe ziemlich krank auf Müller. Jetzt gibt es hier den Wechsel. Augusto Fernandes. Sollte man mehr auf Hunter passen. Sehr gut. Er zieht ab. Den Ball hält er gut. 9,1. Der Ball ist ja, trotzdem. Gibt einen Eckball. Unser Flonky steigt auf jeden Fall ins Unermessliche. Die und Müller. Da geht er hin und faustet den Ball weg. Zieh einfach ab. Oh. Das konnte nichts werden, oder? Wenn so ein Pfund reingeht, ne? Nee, da hätte schon alles passen müssen. Da musst du echt einen guten Knopf drücken, ey. So. Javi Garcia. Ich glaube, ich verteile nur mit Hunter so gut, weil ich eher so von unten spiele. Das heißt, ich passe mal ein bisschen mehr nach oben, sodass Müller den Ball hat. Und das ist der Ballverlust. Wenn er ihn den haben möchte. Na, lauf. Aha. 8 Minuten jetzt noch. 8 Minuten. Carrasco. Ja, da kriege ich immer Hunger. Oh.
wenn er sowas sagt, weil ich an Erasco denken muss. Schön, ein Topf, geil. Schönes Zuspiel. So, was ist das? Abseits. Nee. Jetzt eine Chance. Ganz stark vom Torwart. Krass abgewehrt und den Ball noch, und lässt sich auf dem Weg noch mal ordentlich ins Ausgewunken, kann ich mal so sagen. Das war eine Weltklasseleistung von ihm heute. Ja, der war schon geil. Nee, nicht so. Darf mal ein bisschen weiter nach unten. Da war einfach zu viel Druck dahinter. So kann der nicht gefährlich Lauf, werden. Lauf schnell. Okay, hier hast du Augusto Fernandes. Ja. Wir verteilen wieder. Jetzt versuchen sie es hier, Atletico Madrid. Oh, shit. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Eine Minute noch. Müller. Ach komm, lauf. Augusto Fernandes. Nee. Und das war's. Das Spiel ist auf. Jetzt bin ich gespannt, ob wir unsere Leistung an dieser Stelle erbracht haben. Wir sollten ja 2 Tore rausholen. Was für eine Offensivleistung. Ein Feuer. 2 Tore von Müller? Was habe ich da eben gesehen? Habe ich gar kein Tor mit Hunter gemacht? 9,1. 3 Tore gemacht. Bring es zu Ende. Alles klar. Okay, also. Zählt es nicht wirklich, wer die Tore macht, wenn es um die Anweisungen geht, sondern einfach, dass Tore fallen. Und im Endeffekt, wir einfach mal gewinnen. Ne? So soll es sein. Wenn ich jetzt wieder einer befragt, raste ich aus. Weil mich befragt irgendwie immer einer. So, mal 2,5. 82er Bewertung. Alles klar. Ich gucke nochmal, was hier so auf dem Plan steht. Trainingstag, Angriffstausch und Komplettpaket. Gucken wir uns mal an. Heute geht's um. Gucken wir uns einfach mal an. Kampfrausch, Angriffsrausch, Blutrausch. Was ist hier los? Schieß. Nice. Run. Direkt das Tor gemacht. So mocky das. So mocky das. Oh. Tja, das ist natürlich scheiße, Müller, wa? Was ist denn, wenn ich jetzt. Okay. Nee. Oh. Und wieder daneben. Ja, da mache ich einfach mal zu, nicht wahr? Komm schon. Forza! Zack. Den Ball weg. Ah. Oh, da wollte ich's. Hast du hier sehen? Da wollte ich's einfach machen. Und? Warum pfeift der? Ah! Los, ihm alles geben! Ey, sein erster Treffer, nice. So, einen Versuch haben wir noch. Zack, weg damit. Wir haben das A, er hat das F. Wir fahren weiter, natürlich. Und zwar Richtung Komplettpaket. Ja, das nenne ich mal eine kleine kurze Runde heute. Das nenne ich mal eine richtig kleine, nette, schnieke kurze Runde. Wir gehen weiter. Trainer ist wieder zufrieden mit uns. Startelf ist sowieso safe. Und dann gucken wir mal, was passiert. Oh, wir haben in der nächsten Runde ein Pokalspiel. Friends gegen Valencia. Das ist ja hell. Okay, dann beende ich diese Folge an dieser Stelle. Schaltet morgen wieder ein, wenn wir gegen Valencia im Pokalspiel gewinnen. Wir rasieren diese beiden aber mal völlig. Bis morgen, Tschüssikowski.